Hallo Leute, hier ist German Guitar Power und in diesem Video zeige ich euch Kontofallmacht von den Ärzten. Ich gehe das ganze Lied mit euch durch. Wir starten beim Intro und da so arbeiten wir ein Stück für Stück vor und am Ende könnt ihr das ganze Lied. Ganz am Anfang vorweg gesagt, ich habe das Lied letztens live gespielt mit meiner Band. Hat viel Spaß gemacht, darum ich habe es da live etwas anders gespielt. Ich werde darauf nochmal kurz da Bezug nehmen, ein bisschen darauf eingehen. Wir kommen erstmal zum Intro. Ja, ich spiele es euch einmal vor und dann bringe ich euch das bei. Das Intro geht so. Und dann würde die Strophe quasi kommen. Das Intro geht immer über die Akkorde E-Moll, G-Dur und D. Die erkläre ich euch gleich nochmal in der Strophe, aber es ist quasi das ganze Lied über sind es immer diese drei Akkorde, die abwechselnd gespielt werden. Da gehen wir in der Strophe aber kurz näher drauf ein. Zum Intro, ich habe es in meiner Band, da habe ich das Intro auch gespielt, da hab ich es etwas anders gespielt, ich habe es noch ein bisschen durchgeschrammelt, ich habe quasi immer so gemacht. Und so weiter und so fort. Auf der Platte selbst spielen die das nicht so durchgeschrammelt. Da spielen die es immer nur relativ einmal angeschlagen und dann ein bisschen geslidet. Sie machen das quasi so. Ist quasi egal, was ihr macht. Wie gesagt, auf der Platte ist es so. Live hat es sich für mich ganz gut so angeboten. Aber was ja wichtig sind die, wie man spielt. Das ist auf jeden Fall richtig und das bringe ich euch jetzt bei. Wir starten quasi, oder vor aller, als allererstes, wir spielen immer die ganze Zeit Oktaven. Das heißt, wir spielen quasi immer einen Ton und dazu nehmen wir immer dann die Oktave. Und die Oktave des jeweiligen Tons, wenn wir jetzt zum Beispiel beginnen im 10. Bund auf der A-Seite, wäre die Oktave der 12. Bund auf der G-Seite. Und in diesem Fingersatz bleiben wir quasi immer. Also eine Oktave ist immer zwei Bünde höher und zwei Saiten nach unten. Also wenn wir A-Seite 10. Bund haben, ist die Oktave dazu zwei Bünde weiter, also 12. Bund und zwei Saiten nach unten, also von der D-Seite auf die G-Seite 1, 2. Dann haben wir die Oktave. Es sind immer die gleichen Töne, beides mal das G. Und zusammen klingt das eigentlich dann ganz gut. Und mit diesem Muster, also wir verschieben dann letztendlich immer nur die Finger in die einzelnen Bünde, die ich euch dann gleich so ansage. Das behalten wir halt die ganze Zeit bei. Also, wir sliden quasi, wir starten im 10. Bund, auf der A-Seite habe ich ja schon verraten. Und dann machen wir einen Backslide in den 9. Bund. Wieder die Oktave halt immer gleich bleiben, das heißt, die Finger bleiben ganz starr und ganz stumpf und die verschieben wir quasi die ganze Zeit. Also ein Backslide vom 10. in den 9. Bund. Und dann gehen wir noch einmal in den 7. Bund. So fängt es an, ist quasi 1, 2, 3 und 1. So ungefähr müsste das dann gezählt werden. Also wir haben 10, 9 auf 7. Und dann machen wir einen Slide vom 10. Bund in den 12. Bund. Also so. Und insgesamt würde es dann so klingen. Dann kommt ein Slide vom 12. Bund in den 14. Bund. Und der 12. Bund einmal einzeln. Also zusammen vom Anfang an. Das ist quasi der erste Teil. Und dann geht es quasi wieder neu los mit dem zweiten Teil, der auch mit dem Backslide vom 10. in den 9. Teil beginnt. Aber wie gesagt, der erste Teil geht so: 10, 9, 7, 10 auf 12, 12 auf 14 und 12 einmal einzeln. Das ist der erste Teil, der kommt gleich noch einmal wieder. Und der zweite Teil geht so: der fängt genau gleich an, also von 10 auf 9, wieder die 7. Diesmal aber 10 auf 12, das bleibt auch noch gleich. Bis hierhin ist alles gleich. Aber diesmal gehen wir von dem 10. wieder in den 9. machen, quasi wieder in den Backslide. Also der zweite Teil würde an sich so gehen. Genau, und wenn wir jetzt beide Teile zusammenführen, klingt das quasi schon so wie das Intro. Das ist quasi so das Intro, was man so im Ohr hat. Dann würde jetzt quasi noch einmal der erste Part kommen, also mit diesem 12 auf 14, der hier. 10, 9, 7, 10 auf 12,
12 auf 14, 12 einmal einzelt. Der kommt quasi nochmal. Und dann kommt zum Ende, das hört man ganz gut raus auf der Platte, finde ich. Dann kommt ein etwas anderer Teil, der geht dann quasi so: von 10 auf 9. Wieder der Backslide. Diesmal gehen wir aber nicht in den siebten, wie sonst auch immer, sondern gehen wieder hoch in den zehnten quasi, wieder zurück. Also machen 10, 9, 10 und dann Slide von 10 auf 12 und dann wieder zurück machen wir einmal 10, 9, 7, 5. Das quasi nur beim allerletzten Mal, bevor dann der Refrain kommt. Das ist dann immer so der Durchgang. Also nochmal langsam den letzten Teil. Und dann, ich hab dich jahrelang und so weiter und so fort. Nee, da kommt erstmal ohne Gesang direkt. Also, das Intro nochmal kurz zusammengefasst. Ich versuch's hier mit einem kleinen Schnelldurchlauf zu erklären. Das geht, der erste Teil. Wir spielen jetzt mal einfach alles mal zusammen mit. 3, 4. Das wäre das Intro quasi gewesen. Also, ich schreibe es auch auf jeden Fall auch nochmal in die Videobeschreibung. Ich weiß gar nicht, ob ich da digitalisierte Tabs habe. Wenn ja, sind sie hoffentlich eingeblendet. Wenn nein, steht es nochmal in der Videobeschreibung drin. Also quasi, wichtig sind einfach nur die beiden Teile zu merken mit der 12 und der 14, wenn es ein bisschen hochgeslidet kommt. Der letzte Teil ist auch nochmal etwas anders. Aber das ist quasi schon das Intro. Spiel am besten immer ein bisschen zum Intro mit, dann kriegen wir es immer relativ schnell raus. Ist ganz simpel. Wie gesagt, ich persönlich habe es immer ein bisschen geschrammelter gespielt, also quasi die ganze Zeit so ein bisschen mit dem durchgehenden Schlag hier hinten. Wie gesagt, auf Platte ist es immer relativ einzeln. Da machen die mal. Kann man so machen, muss man aber nicht, wie ihr wollt. Genau, wichtig ist einfach nur, wenn ihr das auch anschlagt, so wie ich, dann natürlich immer nur die beiden Seiten treffen, die wir auch greifen, also die A- und die G-Seite, nur die dürfen zu klingen sein, sonst klingt es insgesamt etwas komisch. Das ist dann ein bisschen zu grummelig. Jo, das war das Intro. So, und jetzt kommen wir dann gleich mal zur Strophe. Wie ich ja eben gerade auch schon meinte, die Strophe geht die ganze Zeit über die gleichen Akkorde. Das ist quasi immer E-Moll, G-Dur und D-Dur. Ganz wichtig, wir spielen es heute mit Power Chords. Der E-Moll Power Chord oder generell der E-Power Chord, Power Chords haben ja quasi kein Tongeschlecht, der geht so, den würde ich euch empfehlen, so zu spielen. Im zweiten Bund nehmt ihr mit eurem Finger die A- und die D-Seite, die drückt ihr und dann spielen wir die ersten drei Seiten, also die E-Seite, die A-Seite und die D-Seite. A und D-Seite jeweils im zweiten Bund gedrückt, die E-Seite oben leer und das klingt dann so. Das ist auf jeden Fall der E-Power-Chord. Dann gibt es noch den G-Power-Chord, ganz wichtig, den brauchen wir. Dritter Bund E-Seite mit dem Ringfinger, mit dem Zeigefinger. Der Ringfinger kommt dann in den fünften Bund auf die A-Seite und der kleine Finger, so mache ich das immer, den kann man draufnehmen, muss man aber nicht. Ich würde ihn ruhig für euch draufnehmen. Der kleine Finger kommt in den fünften Bund auf die D-Seite. Und dann schlagen wir wieder nur diese drei Saiten an. Das ist dann der G-Dur-Power-Chord. Und jetzt nehmen wir unser ganzes Fingerkonstrukt, wie ich das hier habe, und schieben das eine Seite nach unten. Jeder Finger kommt eine Seite nach unten. Und zwei Bünde nach rechts, also höher. Und dann haben wir einen D-Power-Chord. Also Zeigefinger im fünften Bund auf der A-Seite, Ringfinger im siebten Bund auf der D-Seite und den kleinen Finger im siebten Bund auf der G-Seite. Und wieder nur diese drei Seiten anschlagen. Das ist dann der D-Power-Chord. So, und man spielt quasi einen halben Takt E, einen halben Takt G und einen ganzen Takt D. Das ist dann so. Eins, zwei, drei. 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. So geht das die ganze Zeit. Ich dämpfe immer hier mit meinem Mittelfinger, dämpfe ich immer die E-Seite ab, die soll natürlich nicht zu hören sein. Darum sieht das bei mir gerade so ein bisschen komisch aus, vielleicht auf den ersten Blick. Genau, das ist quasi die Strophe. Die Strophe geht die ganze Zeit so. Also nach dem Intro, das Intro wird auch über diese drei Akkorde gespielt. Also wenn ihr zwei Gitarren habt, dann spielt eine das die ganze Zeit.
und der andere spielt das Intro darüber. Ja, der ganze Song besteht quasi eigentlich nur aus diesen drei Akkorden. Nicht ganz, wir kommen später noch zu den weiteren Dingern, aber das ist quasi der ganze Teil in der Strophe. Und die Strophe geht dann irgendwann los, ne? Ich hab dich jahrelang nicht mehr gesehen. Dein Anruf überrascht mich sehr. Und so weiter und so fort. Das geht dann quasi die ganze Zeit, bis es zu einem kleinen Punkt kommt. Also der spielt die Power Chords immer ein bisschen gemutet. Das heißt, wir decken hinten auf unserem Griffbrett etwas die Saiten ab. Das klingt ein bisschen gemuteter als. Und dann singt er irgendwann ganz egal, was auch passiert. Da wird immer so eine kleine Betonung gemacht, die geht dann ganz egal. Da kommt erst quasi der Schlag. Ne? Es wird gedämpft. Ganz egal, was auch passiert und so weiter. Und dann kommt ein neuer Teil. Da auf jeden Fall eine kleine Betonung reinhauen. Das klingt ganz cool. Und dann kommt dieser Teil hier, bevor es zur Strophe geht. Ich meine natürlich zum Refrain. Der ist ganz einfach. Da machen wir jetzt quasi wieder dieses Oktavenspiel, was wir eben gerade auch schon hatten beim Intro. Diesmal machen wir es aber im ersten und im zweiten Bund auf der A-Seite. Das heißt, hier tun wir unseren Zeigefinger in den ersten Bund auf die A-Seite und unser Ringfinger kommt dann in den dritten Bund auf die G-Seite. Das ist dann diese Oktave dazu. Wieder nur die beiden Seiten anspielen. Nicht wundern, ich dämpfe hier mit dem Finger immer die E-Seite ab. Die beiden Seiten werden dann gespielt und dann sliden wir zuerst vom ersten in den zweiten Bund. Machen dann einen Schlag nochmal in den zweiten Bund, wieder ein Slide und zwei Schläge im zweiten Bund. Also so. Slide, Schlag, Slide, Schlag, Schlag. Und dann kommt zum Ende noch einmal der hier. Das ist ganz einfach, da machen wir jetzt einen neuen Power-Chord. Wir hatten ja eben gerade unseren G-Power-Chord. Jetzt machen wir einen Fis-Power-Chord, in dem wir alles einen Bund nach hinten schieben oder zurückschieben. Das heißt, der Zeigefinger ist im zweiten Bund auf der E-Seite, der Ringfinger im vierten Bund auf der A-Seite und der kleine Finger darunter. Und dann machen wir quasi 2-0-2. Das heißt, wir machen. Also wir machen einen Schlag Fis. Dann nehmen wir unseren Zeigefinger hoch, dass die E-Seite klingt. Dann wieder mit dem Fis. Und das war es dann quasi auch. Also 2, 0, 2. Und dann kommt einmal das H. Das ist quasi der Fis-Power-Chord. Alles eine Seite nach unten. Das heißt, ne, Zeigefinger, zweiter Bund A-Seite, Ringfinger, dritter Bund, nee, auch vierter Bund, war richtig. Vierter Bund D-Seite und der kleine Finger da drunter. Also machen quasi den Slide. Das ist quasi der Beginn vom Refrain. Und der Refrain, der ist ganz easy, der geht die ganze Zeit wieder mit unseren Akkorden aus der Strophe, die wir schon kennen. Da kann man es machen, dass man die Akkorde ein bisschen offen spielt. Habe ich zum Beispiel auch so gemacht. Da habe ich dann E-Moll tatsächlich gegriffen. Das ist quasi der Power-Chord, den wir irgendwann auch hatten, so gespielt, dass wir unseren Mittelfinger am zweiten Bund auf der A-Seite und unseren Ringfinger am zweiten Bund auf der D-Seite haben und alle Seiten angeschlagen. Wäre dann ein E-Moll. Dann habe ich das G ein bisschen so gespielt. Einfach meinen Ringfinger und meinen kleinen Finger jeweils im dritten Bund auf den E-Saiten. Das wäre das G-Dur. Und auch einmal das D-Dur. Das habe ich dann mit der E-Seite offen gespielt. So würde ich es auch machen für euch. Klingt ein bisschen fetziger. Wenn man dann quasi den Zeigefinger in den zweiten Bund auf die H-Seite tut und den Ringfinger in den dritten Bund auf die H-Seite, den Zeigefinger im zweiten Mal auf die G-Seite. Das dann Konto voll macht. Dann geht es quasi, nimm meine Konto voll macht, dir ist der Schlüssel für mein Haus. Mein Auto, meine Frau, brauchst du noch mehr, so rest dir aus. Und so weiter und so fort. Das war schon der ganze Refrain. Und im Refrain irgendwann, das hört man ganz gut raus auf der Aufnahme, da läuft dann irgendwann das Intro nochmal drüber. Aber das könnt ihr ja schon. Also kommt jetzt nur noch die Bridge und diese kleine Interlude, nenne ich das einfach mal. Nach dem zweiten Refrain kommt dann ein Solo und das Solo so will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Ich spiele es einmal vor und dann gehen wir das mal zusammen durch. 3, 4.
das war jetzt das Solo. Wir starten mit dem Solo im 9. Bund und gehen dann in den 7. und in den 5. Bund. Und zwar machen wir es mal so, wir sliden da so ein bisschen cool rein und machen da quasi vier Schläge. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Also jeweils in den 9., 7. und 5. Bund vier Schläge. In den 9. Bund so ein bisschen reinsliden. Und dann in den 5. Bund auf die E-Seite wechseln. Das war ja alles jetzt auf der A-Seite, 9, 7, 5. Dann wechseln wir halt auf die E-Seite und da machen wir auch nochmal vier Schläge. Das ist quasi der erste Teil vom Solo. Der zweite Teil vom Solo fängt quasi ähnlich an. Und der beginnt dann wieder so. Wir kommen hier. Da machen wir wieder vier Schläge auf der 7. Gehen dann auf die 5. Machen da aber nur auf der 9. Ne? Vier Schläge auf der 9. Gehen dann auf die 7. Und machen da aber erstmal nur zwei Schläge, weil. Da spielen wir nämlich dann jetzt danach, nach den zwei Schlägen, spielen wir einmal den 7. Bund auf der D-Seite. Einmal, dann abwechselnd wieder die A-Seite und die D-Seite. Und dann kommt quasi nochmal der 9. Bund ins Spiel. Wir starten quasi nochmal von vorne so, quasi in den 9. Bund. So ist das ja. Dann kommt nämlich jetzt der 9. Bund dazu. Also wenn wir auf der 7 zweimal, also zweimal 7 auf der A-Seite, einmal 7 auf der D-Seite, dann wieder A-Seite, dann wieder D-Seite, immer der 7. Bund. Dann kommt jetzt irgendwann der 9. Bund auf der A-Seite nochmal ins Spiel. Und dann wechseln wir uns immer ab. Wir spielen 9. Bund A-Seite und 7. Bund D-Seite. Also 9, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 9. Und enden dann mit der 9. Also zusammengefasst würde der zweite Teil vom Solo so gehen. 9, 9, 9, 9, 7, 7, A, D, A, D, 9 auf A-Seite. Das ist quasi der zweite Teil vom Solo. Die Tabs habe ich hoffentlich darüber eingeblendet, sonst sind es nochmal in der Videobeschreibung. In den Tabs steht auf jeden Fall, ich habe jetzt immer viermal gesagt, in den Tabs steht nur dreimal. Für mich ist es viermal eigentlich. Aber das ist das Schöne am Solo, das kann man ja ein bisschen individuell gestalten. Aber das sind auf jeden Fall so ungefähr die Töne, auf die sich auch in der Aufnahme so orientiert wiederfinden. Gut, wenn wir jetzt diesen Teil haben, kommt dieser Teil hier. Das ist ganz einfach. Machen wir quasi drei Schläge auf der 7. Und dann machen wir quasi nach dem dritten Schlag auf der 7 ein Hammer-on mit dem kleinen Finger, würde ich ruhig nehmen, an den 10. Bund auf die A-Seite. Und dann würde ich zweimal den 9. Bund auf der D-Seite spielen. In den Tab steht wieder etwas anders, aber für mich klingt es so einfach am besten. Nachdem wir hier zweimal die Schläge im 7. Bund auf der D-Seite gemacht haben, würde ich dann in den 7. Bund auf die G-Seite gehen. In den Tab steht wieder etwas anders. Für mich, ich habe mich dann da noch mal ein bisschen mit reingehört, für mich klang es halt so richtig. Sonst geht nach den Tabs, ich würde es halt wie gesagt so spielen. Achso, hier ein kleines Hammer-on habe ich noch vergessen. Vom 7. Bund in den 9. auf der D-Seite. Und dann viermal die G-Seite. Also so. Ne? 1, 2, Hammer-on. 7. Zweimal Hammer-on. Von 7 auf 9 auf der D-Seite. Und dann viermal die 7 auf der G-Seite. Und dann kommt. Das ist ganz einfach, das ist quasi der Schlussteil, der ist auf jeden Fall richtig zu spielen, ist auch auf der Platte. Der geht so. Zweimal quasi 7, könnt ihr so kleinen Barré einfach die liegen lassen. Spielen wir einmal die H-Seite und einmal die G-Seite abwechseln. Also H, G, H, G, H, dann 9 auf der D-Seite und 7 auf der G-Seite. Das ist quasi schon das ganze Solo. Wir spielen es mal zusammen, etwas langsam. 3, 4.
Das war auf jeden Fall das Solo, so ungefähr wie es grob im Buche steht. Wie gesagt, wenn ihr da ein paar eigene Akzente setzen wollt, dann macht das. Das ist jetzt auch keine Musterpatentlösung, aber so ungefähr klingt es und so ungefähr spielen die es auch auf der Platte. Also wird es auch so ungefähr deutlich richtig sein, was die natürlich da hundertprozentig gespielt haben. Das kann man so oder kann ich persönlich nicht so ganz nachvollziehen. So, nach dem Solo kommt dann jetzt auch quasi gleich die Bridge. Die geht dann so. Wir bleiben jetzt hier so im siebten und fünften Bund. Ganz easy. Kann man auch hier spielen im zweiten Bund. Komme ich gleich nochmal drauf. Ich persönlich würde es einfach im siebten Bund spielen, das sind die gleichen Töne, weil wir aus dem Solo kommen und sowieso unsere Finger ungefähr hier haben, würde ich es dann im siebten Bund lassen. Ich erkläre es gleich auch nochmal im zweiten Bund, das ist genau das gleiche, nur in grün. Genau, das ist quasi nämlich immer, hat die Power Chords H und A. H Power Chord oder Power Chords kennen wir jetzt, das wäre quasi im siebten Bund auf der E-Seite und A wäre im fünften Bund auf der E-Seite. Das heißt, ne, für H tun wir unseren Ringfinger im siebten Bund auf die E-Seite, unseren Ringfinger in den neunten Bund auf die D-Seite und den kleinen Finger darunter. Hier mache ich natürlich den Zeigefinger an den siebten Bund auf der E-Seite. Und dann spielen wir quasi dreimal H, einmal A und dann noch zweimal H. Also geht quasi so, ne? Also Ha, 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 ha. Das ist auch der Rhythmus von der Bridge. Ne? Du würdest spenden, wenn du könntest, doch dir fehlt das Geld, du bräuchtest nur ein wenig Stadtkapital. Der Part ganz einfach. Da würde ich jetzt tatsächlich wieder Akkorde spielen. Moment, ich drehe mal kurz die Kamera. Hier würde ich dann quasi, wenn wir hier von dem H und dem A kommen, ne? Also. Dann slidet der so auf der Platte, macht das so, dass er reinslidet. Dann ist quasi in G im Barré gespielt. Das heißt, wir machen ein Barré über den gesamten dritten Bund. Unser Ringfinger kommt in den fünften Bund auf die A-Seite. Unser kleiner Finger kommt darunter in den fünften Bund auf die D-Seite. Und unser Mittelfinger kommt in den vierten Bund auf die G-Seite. Das wäre ein G-Dur-Barré-Akkord. Ihr könnt auch einfach, wenn ihr Barré-Akkorde nicht so gut könnt, dann einfach die Power-Chords spielen. Die kennt ihr ja schon aus der Strophe. Würde auch gehen, aber die zupfen da noch ein bisschen die Saiten an. Welche genau das sind, konnte ich auch nicht so ganz rein. Das könnt ihr eigentlich relativ frei machen, das ist ziemlich egal. Klingt auf jeden Fall ganz cool, wenn man dann so kommt. Dann geht's nämlich, dann verrutschen wir nämlich, wenn wir das G gespielt haben. Also. Ich zum Beispiel zupfe meistens die E-Seite, ruhig A und die E-Seite schlage ich ruhig manchmal oft zusammen an. Und dann mache ich nochmal die D, H und die G-Seite in der Reihenfolge. Das klingt für mich immer ganz cool, finde ich. Wie gesagt, könnt ihr anders machen, müsst ihr nicht. Wenn wir hier den G-Barré haben, dann schieben wir den einfach alles zwei Bünde weiter, dass es wieder dass es ein A wird. Wer, wie gesagt, das nicht kann, kann auch hier einfach dann den A-Power-Chord spielen. Geht auch. Also, es wird ungefähr so ein Sohn sein mit dem Anschlag jeweils. Und dann macht er quasi nochmal 1 und 2 und 3 und 4. Dann macht er quasi nochmal diese Schläge, 1 und 2 und 3 und 4, auf der H-Seite wieder. 1 und 2 und 3 und 4 und dann wieder ein bisschen vorgezogen. Und 2 und 3 und 4 und 1. Das ist dann quasi die Bridge. So geht die. Zwischendurch mache ich das zum Beispiel so, ich habe es live dann auch so gemacht. Ist mir dann einfach immer so aufgefallen, als ich das dann selber gespielt habe, habe ich mich auch nicht so ganz an die Regeln gehalten. Kam quasi von hier. Habe da nicht reingeslidet so, sondern habe einmal noch kurz das A gespielt. Also so. Und so weiter. Das wäre die Bridge. Ich zeige euch nochmal eben schnell, wie es wäre, wenn man das hier oben greift. Wenn man das hier oben greift, wären wir jetzt hier im zweiten Bund auf der A-Seite, würden hier einen Powerchord machen. Ihr kennt ihn ja bereits. Und dann machen wir genau das Gleiche, nur dass wir diesmal etwas fauler sind und nicht den Powerchord zum A verschieben, sondern dass wir einfach nur den Zeigefinger hochnehmen. Also machen.
Das würde dann auch gehen. Wie gesagt, ich spiele es meistens oben in den Bünden. Man kann es auch hier genauso spielen, geht genauso gut. Seht ihr, da bin ich auch schon wieder nach oben gerutscht. Also wie gesagt, ich mache es meistens da oben. Aber hier unten geht es natürlich auch. Ein bisschen einfacher vielleicht, weil man da nur seinen Zeigefinger hoch machen muss und hier ein bisschen. Hier ein bisschen die Finger ein bisschen mehr bewegen musst. Was ihr macht, ist quasi euch überlassen. Das ist auf jeden Fall die Bridge. Am Ende geht es nochmal so. Im Leben wird man nicht verschont und diesen Leiden doch gewohnt. Da bleiben wir quasi auf dem G und auf dem A und zupfen, nicht zupfen, sondern schlagen das die ganze Zeit an. Im Leben wird man nicht verschont und diesen Leiden doch gewohnt. Und bei gewohnt machen wir einen kleinen Abschlag. Gewohnt. Und dann kommt ja, und dann kommt diese Interlude, die ich euch jetzt gleich einmal vorspiele. Ja, ganz, also relativ ungewöhnlich irgendwie vom Klang her auch, aber ganz cool, passt ganz gut. Auf der Platte klingt es natürlich ein bisschen, ja, ist es ein bisschen anders, anders wahrscheinlich aufgenommen. Auf jeden Fall wären das ungefähr diese Töne. Um das so hinzukriegen, wie auf der Platte, dann zupft man das wirklich tatsächlich so. Also nimmt kein Pleck, ich behalte es so in der Hand und bezupft quasi nur so die Saiten. Und wir starten quasi mit dem siebten und achten Bund auf der E- und der H-Saite. Also E-Saite siebter Bund und H-Saite achter Bund. Dreimal anschlagen. Dann gehen wir hoch in den 13. Bund auf die H-Saite und in den 10. Bund auf die E-Saite. Das ist ein bisschen Fingergymnastik. Mal mache ich es mit dem Ringfinger, mal mit dem kleinen Finger, mit dem Mittelfinger. Ein bisschen gucken, was euch da ganz gut liegt für mich. Weil wechseln nämlich gleich noch, dann nehme ich immer auf den Mittelfinger. Also, wenn wir es dreimal gemacht haben, 1, 2, 3, kommt einmal 10, 13 und dann wechseln wir quasi in den 12. Bund auf der H-Saite. Also 7, 8, 1, 2, 3, einmal 10, 13 und dann kommt der 12. Bund insgesamt viermal. 1, 2, 3, 4 und dann kommt das hier. So, dann kommt das hier. Dann kommt hier dreimal 15, 14, also 14 E-Saite, 15 H-Saite und viermal 12 E-Saite und 14 H-Saite. Insgesamt klingt das dann alles so. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Also so, wir spielen es mal gemeinsam zusammen. 1, 2, 3, 4. Das ist quasi diese Interlude. Tabs sind da auch in der Beschreibung oder hoffentlich eingeblendet. Eigentlich auch überhaupt gar nicht schwer. Irgendwann kommt da mal, gib mir deine, gib da, nimm meine Kontovollmacht. Das ist quasi einfach nur der E-Power-Chord. Ihr kennt ihn schon von eben. Einmal angespielt, das macht dann die zweite Gitarre. Und dann geht es da quasi relativ easy irgendwann weiter. Kommt, glaube ich, Schlagzeug machen ein bisschen. Leitet die Überleitung ein und dann kommt einfach nochmal ein Refrain und dann ist ja auch schon quasi Schluss. Genau, das ist ja der Ablauf. Der Ablauf ist ja Intro, ich glaube zwei Durchgänge oder vier Durchgänge ohne Gesang, dann Strophe, Refrain, Solo, Bridge, dann diese Interlude hier und dann noch einmal ein Abschlussrefrain oder zwei. Und dann war es das quasi auch mit dem ganzen Lied. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall, wie das Stück funktioniert. War ein langes Video. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt sie gerne in den Kommentaren. Ja, ein cooles Stück, macht Spaß, relativ simpel, aber trotzdem irgendwie ziemlich geil und geht gut nach vorne. Macht Spaß. Ich hoffe, dass ich euch helfen konnte. Und natürlich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss.